Wenn ich mich wirklich diesem Thema nähern will, dann muss ich natürlich auch überlegen, wie ich an die Bitcoins rankomme. Es gibt ein Zertifikat, weiß ich auch, auf Bitcoins. Da würde mich auch mal interessieren, wie Sie das sehen. Ist es besser, auf die Bitcoins direkt zu gehen, über Konten im Internet, oder kann es für den normalen Anleger auch mal gut sein, ein Zertifikat zu kaufen? Also ich habe auch Zertifikate. Ich habe das einfach gemischt. Es gibt ein schwedisches Zertifikat, das sehr gut handelbar ist. Es gibt eins von Fontobel. Beide sind seriös und man kann sie machen. Man hat natürlich das klassische Bankenrisiko, wird Fontobel das einlösen, wenn ich es brauche, aber das ist ein sehr gangbarer Weg und ein sehr simpler Weg. Aber um die Technologie ein bisschen kennenzulernen, ich würde einfach mal gucken, bei welchem Exchange ich ein Konto aufmachen möchte. Also ich habe meins bei Kraken zum Beispiel. Da muss man sich identifizieren, also Bild in die Kamera zeigen, Pass hochzeigen, Unterschrift geben, dann ist das Konto aufgemacht. Und da muss das Geld irgendwie auf das Konto und das geht über eine deutsche Bankverbindung. Das wird einem gesagt, auf welches dieses Konto mit dem Verweis, dann fließt das da drauf und dann liegt das da. Und auch wenn man das mit kleinen Beträgen macht, ich würde es einfach mal ausprobieren, um die Scheu zu verlieren. Denn das Thema wird in den nächsten Jahren nicht verschwinden. Und das ist gut, wenn man mitreden kann. In den nächsten Jahren wird das weitergehen, da wird es natürlich Kreditkarten geben und Gehaltskonten und alles Mögliche. Wir stehen da ganz am Anfang. Das Entscheidende für eine Währung ist ja immer das Vertrauen, das ich reinsetze. Auch für einen 10-Euro-Schein bekomme ich nur das, was 10 Euro wert ist, wenn derjenige, der den Euroschein von mir bekommt, glaubt, selber was in gleicher Höhe dafür zu bekommen. Vertrauen ist elementar dabei. Ist das auf Dauer nachhaltig auch gewährleistet bei diesen Kryptowährungen? Ja, ich finde das ganz interessant. Es wird nachher einen Wettbewerb geben, meiner Ansicht nach, auf der Welt, um das höchste Vertrauensgut. Schweizer Franken hat ein gutes Ansehen, Singapur-Dollar hat ein hohes Ansehen. Was ist das Ansehen von der EZB und der japanischen Notenbank? Wer macht da die Entscheidungen? Und da muss ich das abwägen gegen den Bitcoin-Entscheidungen. Wir haben jetzt Protokolländerungen aktuell. Wie wird das entschieden? Man sieht dann im Internet, wie die Abstimmung über diese Protokolländerung erfolgt. Höchst demokratisch und nachvollziehbar für alle. Und wer nicht mitmacht, der steht außen an einem sogenannten Fork. Das heißt, ich kann genau nachvollziehen, wie die Entscheidungen zustande gekommen sind, wer dafür, wer dagegen plädiert hat und dass nachher eine Mehrheit diese Entscheidung akzeptiert hat. Bei der EZB weiß ich das nicht. Ich weiß nicht, wer in der EZB die Entscheidungen trifft, wie die Gremien arbeiten. Es kommt nachher was raus, das ich akzeptieren muss. Und wenn ich abwäge zwischen der Unterschrift von Herrn Draghi auf dem Geldschein und dem Protokoll, das ich im Live-Betrieb gesehen und getestet habe, dann ist mein Vertrauen in das mathematische Protokoll höher als in die Menschen, die da politisch gesteuert Entscheidungen treffen. Bei den Notenbanken entscheidet, bei der EZB zum Beispiel, der Zentralbankrat über die Geldpolitik. Wer entscheidet bei Bitcoin? Bei Bitcoin ist es die Mehrheit der Miner, also die Inhaber praktisch der Rechenzentren, die dran arbeiten. Und man kann dort, ich kann es selber nicht, aber man kann dort in Blogs nachvollziehen, wie viel Prozent der Miner sich welcher Meinung angeschlossen hat oder welchem Protokoll, das dann automatisch aktiviert wird. Es ist praktisch eine Mehrheitsentscheidung. Und das schützt davor, dass Minderheiten, es können ja auch Kriminelle das Ganze übernehmen, die Minderheiten die Kontrolle übernehmen, weil die Annahme von Bitcoin ist, dass die Mehrheit immer rechtmäßig arbeitet und die Kriminellen immer in der Minderheit sind. Also wenn plötzlich das ist die Annahme erstmal. Ja. Wenn 90% natürlich kriminell wären, gut, dann würde Bitcoin auch ausgehebelt werden. Aber was machen die damit? Die können es an andere Kriminelle verkaufen. Man braucht eigentlich ein funktionierendes Ökosystem von Leuten, die sagen, ich unterstütze das System und vertraue dem auch. Die Politik im Bitcoin, der Bitcoin-Welt wandert. Mal sind es die Chinesen, die dominant sind, dann sind immer die Russen auch dabei, die Nordkoreaner sind auch dabei. Und die Abstimmungsverhältnisse verschieben sich auch laufend. Aber ich finde, es ist ein höchst demokratischer Prozess.